Hallo liebe Leute, heute wird es ein neues Video. Mit dabei ist meine Schwester. Hi. Und sie wollte heute ein Spiel mit mir spielen. Das hat sie von einem Kommentar rausgesucht. Das ist von Maximilian Lüttich. Grüße gehen raus, würde ich mal sagen. Jo. Und ja, erklär mal, wie das Spiel funktioniert. Also, ich habe mir nämlich sowas ausgedacht. Das sind so die Hinweise, die ihr auf jeden Fall bekommt. Und die muss er entweder mit den fünf Sinnen, die wir da wären. Kennst du die fünf Sinne? Hören, schmecken, fühlen, sehen. Und eins hast du vergessen. Essen. Nein, riechen. Hast du eigentlich gesagt. Ja. Ich habe schon was vorbereitet. Also Samu weiß selber nicht, was heute so in dem Video passiert. Es ist wirklich irgendwie so eine Überraschung. Ich weiß wirklich nichts von dem. Haben wir hier eine Kasse. Da ist schon ein bisschen was drin. Oh nein! You suck! Da muss er nämlich, also er kriegt drei Hinweise von mir sozusagen geschenkt. Und wenn er die Sache falsch errät, die Gemeinsamkeit, was alle drei Sachen gemeinsam haben, also das gesuchte Wort quasi, wenn er das falsch errät, muss er 10 Euro hier in diese Kasse stecken. Und wenn er einen weiteren Hinweis haben möchte, der würde 5 Euro kosten. Also muss er 5 Euro reinstecken und er kriegt einen weiteren Hinweis. Ist da keine Musik? So, mach mal deine Hände auf. Ah, nein, was ist das? Und du musst es jetzt erfüllen. Also meine Vermutung ist, es ist ein Ballon oder es ist ein Handschuh. Es ist so ein Gummihandschuh. Oh nein, was ist das? Ich hab schon ganz, ganz, ganz bisschen. Und jetzt einmal riechen. Es ist Desinfektionsmittel. Bingo. Okay. Jetzt gibt's die dritte Sache, die darfst du nämlich sehen. Ja. Und wenn du dann nicht errätst, was diese drei Sachen, die ich dir gezeigt habe, gemeinsam haben. Also Leute. Ja. Desinfektionsmittel. Ich kann ja noch die Sachen raus. Virus. Richtig. Leute, das muss ich leider auspiepen wegen dem Monetarisierung. Tada! Das war jetzt das Beispiel. Also, ich halte mal ein bisschen näher in die Kamera. Das ist jetzt so das Prinzip des Spiels, was ich mir ausgedacht habe. Das war nur ein Beispiel, Leute. Also du hast es verstanden, ja? Ja. Jetzt geht das Spiel richtig los. Dann blende ich das jetzt mal hier ein. Genau. Hier, seitlich. Okay, später dann, ja? Ja. Okay. So. Hier, ich zeige es dir und du musst, kannst ja beschreiben, was du da siehst. Oh nein, das blende ich doch nicht ein. Ein Baby. Ja. Ich glaube, das bin ich. Okay. So, das also ein Baby, was schwimmt. So. Na, was riecht es denn? Nach Stoff. Ja, und nach welchem Stoff? Ist das ein Handtuch? Du weißt, für jede falsche Antwort musst du einen Zehner reinschmeißen. Oh nein. Naja, eigentlich hat mir ja gesagt in der Gesamtauswertung. Also hier kannst du nochmal richtig, nee, nicht anpassen. Nochmal richtig schön dran riechen. Oh, was ist das? Okay, nein, nicht!
Okay, also das hast du noch nicht erraten. Wir können ja dann auch noch mal darauf hinaus. Dann habe ich auf jeden Fall... Ein T-Shirt war das. Ja? Ja, ich weiß nicht. Also ich gebe dir erstmal den Hinweis Nummer 3, damit du die Gemeinsamkeit erraten musst. Und da wären wir... Moment. Ich gehe mal näher ran an die Kamera, damit die das auch hören. Da hätten wir beispielsweise das hier dabei. Halt. Bestimmt kennt ihr ja alle diesen Streit. Der ist, sag ich mal, neu. Ich höre das auch. Ja, sollst du doch hören. Aber du sollst nicht sehen. Der ist neu, ich kenne das Video. Irgendwie, mach das aus. Ja, erstmal. Mach das aus. So, und jetzt errate bitte die Gemeinsamkeit von diesen drei gezeigten, gehörten, erschnüffelten Dingen. YouTuber-Lifestyle. Nee. Scherz. Also, ich weiß, dass ich das bin. Und ich wette, das ist ein Streit. Easy, Roman und Lars war das ja. Nein, es ging gar nicht um das Video. Eine Gemeinsamkeit finden von diesen drei Sachen, die ich dir jetzt gezeigt habe? Kindheit. Ja, aber ich habe dir da auch nicht irgendeine gezeigt. Samuels Kindheit und so. Ja, aber wieso Kindheit? Samuels Lebensstil. Besser gesagt Lebenslauf. Nee, ich weiß nicht. Also es hat schon was mit dir zu tun, aber ich suche eigentlich konkret ein einziges Wort, was das alles umschreibt. Ein Leben. Nein. Mensch. Ja? Ja, aber welchen Mensch? Denn ich hätte dich auch mich zeigen ein können. Ein Kind. Dann hätte ich doch auch Susi zeigen können. Ein Kind. Ich gebe dir schon viel zu viele Tipps. Ich finde, du musst jetzt 5 Euro reinwerfen. Nicht jetzt. Am Ende in der Auswahl. Leute. Jetzt. Du kannst sie oder du kaufst dir noch einen Tipp für 5 Euro. Nein. Oder nein, doch, nein. Okay, Kauftipp. Eine Sache hast du nicht erraten. Also kaufst einen Tipp, ja? Einmal bitte 5 Euro reinschmeißen. Das machen. Ich dachte, wir. Nein, wir machen das. Du schmeißt da 5 Euro rein. Ich dachte, wir machen das am Ende in der Auswertung, aber okay. Einmal bitte klein machen und hier rein. Damit sieht das. Leute, hier ist zu, hier seitlich ist es zu und hier. Er dachte wohl, er kriegt sein Geld zurück, aber kriegt er leider nicht. Nein. Das heißt. Tsching, meine Kasse klingelt. Hallo, mach sie wieder rein. Oh, nein. Ich kann dir noch was verraten. Du brauchst auf jeden Fall, du musst dieses Wort erraten. Und der letzte Hinweis ist erfühlen und das fängt hier an. Ein Körper? Ich? Ja! merkt ihr das Wort auf jeden Fall, ja? Das brauchst du. War das Wort ich? Ja. Und wir können ja mal auflösen, was du da geschnuppert hast. Das waren deine Sportsocken. Hast du auf jeden Fall sehr genossen. So, dann musst du doch wieder leider deine Augen zubinden. So, dann haben wir hier den nächsten Gegenstand. Und muss sagen, was es ist. Das sind Federn. Ja, okay, war gar nicht so schwer. Ja. Okay, also ich blende das hier ein, außer wenn es peinlich ist. Nee, es ist nicht peinlich. Hast du es gesehen, was das ist? Ja, das ist eine Fliege. Richtig. Und jetzt musst du wieder diese drei Sachen, die Gemeinsamkeit raussuchen. Federn. Ein Vogel. Vogel oder Flug. Nein, Vogel oder Fliegen. Also damit Fliegen, das ein Verb gemeint. Ja. Du musst einmal abbeißen hier. Es ist nichts Schlimmes, es ist was du isst. Versprochen, weiß nicht.
Eigentlich hätte ich noch die Klammer benutzen müssen, weil er könnte es ja jetzt errochen haben. Burger. Yeah, boy. Echt? Willst du nochmal abbeißen? Es ist ein Burger. Ja, es ist ein Burger. Kannst du auch sagen, von wo der ist? Wäre vielleicht cool zu wissen. Mc's, glaube ich. Jackpot. Ich glaube, man sieht es auch, wenn man, also, Leute, hier ist noch ein... Also, ein Strohhalm kann das nicht sein. Ich kann dir nochmal, ich kann dir ein bisschen helfen und dir die Bewegung vormachen, was man damit machen würde. Gleich, ja. Also... Gleich, das heißt, sag ich mal, so wie ein Strohhalm, beispielsweise. Ich nenne jetzt nicht Strohhalm. Und jetzt ist hier, das ist eine Flagge. Ja, kannst du was sehen? Ich hab's jetzt. Einmal so. Burger und Dings. So, das zeige ich mal schon so in die Kamera. Er darf es ja sehen. America! Ja? Ja, ich habe eigentlich gesagt, wir erraten nur drei Dinge. Aber eigentlich habe ich insgeheim hier eine geheime Botschaft für dich versteckt. Ah. Weil jetzt musst du alle Puzzleteile, die wir heute von Spielrunde 1 bis 3 hatten, zusammenfügen. Also hier ist das drin, was er jetzt erraten muss. Mal gucken, ob er drauf kommt. Also Amerika, das zählt auch, was davor war. Also ja, zum ja. Beispiel. Ich hab doch, nein, das Beispiel zählt nicht. Amerika, fliegen. Spannend. Amerika fliegen, Mann! Was war das erste? Ich. Amerika fliegen, ich. Ich fliege nach Amerika. Ja? Ja. Nicht dein Ernst. Yeah! Oh. Oh mein Gott! Das hast du nicht gemacht. Was? Ist es jetzt ein Flug nach Amerika? Ja. Alleine? Eigentlich wollte ich wir draus machen, aber wir wäre schwer zu erraten. Nein, wir beide fliegen nach Amerika. Geil. Leute. Nein, danke fürs Einschalten. Und bei 5 Likes, ja, mache ich noch ein Video mit dir. Und jetzt kommt das Outro.